Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute wieder ein Survival-Selbstversuch. Jeder von euch kennt es. Ihr werdet lebendig begraben. Früher war es so, dass die Leute, die auf Feld gestanden haben und gearbeitet haben, plötzlich einfach umgefallen sind, weil sie zum Beispiel, ja, Narkolepsie gab es damals den Begriff noch nicht, also quasi Unterzuckerung umfallen, schlafen. Dann kam jemand aus dem Dorf, der Schmied, Zahnarzt, Fleischer, das war alles eins, der hat dann überprüft und hat den Tod festgestellt. Dann wurde derjenige in die Kiste gepackt. Und er wurde beerdigt. Ja, und wenn du ganz viel Pech hast, hast du halt geschlafen, anstatt warst tot. Ja, und dann befandest du dich unter der Erde. Allein, im Dunkeln, in einer Kiste. Kann man sich tatsächlich selbst befreien? Wenn man in einem Sarg unter die Erde eingebuddelt wird, kommt man da wieder raus? Wir kriegen es heute raus. Wie verwirklicht man denn das Szenario, lebendig begraben zu werden? Was braucht man dazu? Genau, man braucht ein Loch und einen Sarg. Ich habe mich in der YouTube-Szene umgeschaut und guckt, wer kann gut mit Holz, wer kann coole Sachen bauen. Einmal das Andy und einmal das Gerrit. Und das sind die Naturensöhne. Kleinen Jungs haben zusammen das da gebaut. Die Jungs sind natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und wer wissen will, ob man sich tatsächlich aus einem Sarg befreien kann, der bleibt dabei. Ich wollte das schon immer mal machen. Geil. Ach so, wir fangen jetzt an, es doch zu bedienen. Ende, schnell, Ende. Einfach schiffen. Loch ist fertig. Ja, wir sind jetzt circa, ja, ich würde mal sagen, guter Meter tief. Und jetzt geht's um die Wurst. Okay, ganz ehrlich, Freunde, ich hab ein bisschen Schiss. Freunde, wir lassen den Sarg zu Grabe. Die Kiste, Entschuldigung, die Kiste. Okay, bitte. Right? Ja. Geh mal ein Stück vor, würde ich sagen. Ja. Und dann lassen wir mal langsam runter. Alter, das Ding passt. Nicht schlecht. Alter, das ist aber echt Maßarbeit, Freunde. Ich muss jetzt da rein. Krass. Das ist tatsächlich, kriege ich gerade so ein richtiges, mulmiges Gefühl. Okay. Liegt dich gut. Das ist ein echt komisches Gefühl, so mit der Erde an der Seite und so, ist irgendwie nicht so geil. Und dann würde ich jetzt sagen, hol mir die Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, ich habe eine Sauerstoffflasche dabei, weil sollte tatsächlich ich Panik bekommen in der Kiste und die Leute brauchen oben halt einen Moment, bis sie mich rausholen, habe ich mir halt eine Sauerstoffflasche mit Mundstück besorgt, damit ich tatsächlich hier unten drin safe bin. Vielen Dank an die Firma Atlantis, der Tauchladen aus Berlin. Wer geiles Zeug braucht, ist in diesem Laden absolut richtig und vor allen Dingen schnelle Hilfe. Ich bin ganz kurzfristig da rein, hab gefragt und die haben mir sofort geholfen. Total geil. Danke. Ach so, Funkgerät ist mit im Sarg drin. Ich hoffe, dass wir genug Signale haben, dass ich quasi nach oben hin zum Kameramann, zum Außenteam Kontakt aufnehmen kann. Ich sag's hier nochmal ganz explizit. Leute, nicht nachmachen. Gut, dann gebe ich jetzt wieder den Kameramann und ich mach mich bereit. Test, test, test. Check. Hört ihr mich? Yes. Mikrofon check. Ja, okay, gut. Funktioniert. So. Wir haben knapp 190 Bar. Das heißt, wir haben Luft. Ich werde dort unten dieses Gerät. Ich zeige es extra hier oben, weil da drin ist halt nicht mehr der Platz. Ganz wichtig, was mir auch der super nette Verkäufer vom Atlantis Tauchladen gesagt hat. Ganz wichtig, du steckst das Ding rein. Wichtig ist, wieder ins Gerät atmen. Nicht durch die Nase, weil du würdest dann nämlich, wenn du wieder einatmest, den Kohlenmonoxid aus dem Sarg wieder einatmen. Was ja pures Gift ist, beziehungsweise nicht funktionieren würde. Weil dann geht es trotzdem hops, weil ja, ne? Sondern wichtig ist, ins Mundstück reinatmen. Im Grunde genommen tust du so, als wenn du die Nase zuhältst. Ich hatte jetzt überlegt, eine Nasenklemme, aber ich kann das relativ gut, weil ich auf Arbeit immer Kacke wegmachen muss. Da muss ich auch immer die Nase zumachen. Ich kann quasi via Delay einfach so reden. Ich kann ohne und mit. Lustig. Zudrehen, Druck ablassen. Boah, Freunde, ich hab Schiss, ehrlich. Also ihr werdet euch sicherlich wundern, warum es die ganze Zeit knallt hier. Ja, wir sind heute etwas dichter an einem Schießübungsplatz. Ich packe mir noch eine Axt ein und ein scharfes, großes Messer, falls ich mich selber quasi richten möchte. Oder einfach den Weg nach oben. Ich werde ein paar Sachen in dem Sarg ausprobieren, mich dazu befreien. Und dafür brauche ich halt gewisse Sachen, die man halt so beihält, wenn man beerdigt wird. Ne? Auch. Ich werde gleich in diesem Sarg verschwinden und werde dann hiermit weiterfilmen. Weil es sicherlich dunkel wird in so einer Kiste. Funkfest. Kann ich hören, Martin. Dann gehe ich jetzt da rein, in die Kiste. Ich bin drin in der Kiste. Aber noch nicht. Ich
Das ist übrigens die Perspektive, wie es aussieht für mich. Bist du bereit, Martin? Ja, soweit es geht, bin ich bereit. Tatsächlich, kann man bereit sein, sich zu... Nee. Hilfe, ich pack das gar nicht so weit weg. So, nicht da. So ist gut. So, komm, jetzt beruhig dich. Nicht in Panik geraten. Guck mal, die Kapuze so, weißt du, wegen Dreck und so. Es wird gleich richtig bequem hier. Boah. Ich kann mir genau vorstellen, wie die beiden sich gerade fühlen. Er wollte es so. Gut, dann könnt ihr den Deckel zumachen, Jungs. Oh, scheiße. Es knallt dann aber kurz. Ja, wir probieren es so vorsichtig. Dein Ellbogen muss tiefer. Alles klar. Dein Ellbogen ist tiefer, sonst tut's weh. Ja. So, safe? Ja. Oh, fuck! Oh. Oh. Und jetzt ist noch nicht mal Sand drauf, Alter. Krass. Das ist nicht witzig. Guckt euch das an hier. Oh, shit, ey. So, Martin, in 10 Sekunden werden wir jetzt Erde drauf machen, ja? Ah, warte mal. Warte. Okay, alles klar. In 10 Sekunden kommt die Erde. Verstanden. Oh, shit, ey. Oh, Gott. Oh, fuck. Oh, fuck. Ist das ein Scheißgefühl, Freunde. Oh, krass. Oh. Es fühlt sich echt an, als würde hier noch die Kiste zusammenbrechen. Oh, scheiße. Oh. Wie geht's dir? Ganz ehrlich. Komm, verdammt. Also die Kiste, es fühlt sich an, als würde sie hier noch zusammenbrechen. Also man hat von oben gesehen, es biegt sich ein bisschen ein, aber nicht viel. Junge, jetzt fühlt sich an, als würde ich sterben. Sie mich? Ja. Okay, wir hören dich. Okay, ich bin jetzt hier. Jetzt drauf, ringsherum, du bist komplett eingebuddelt jetzt. Ey Jungs, das ist nicht witzig, glaubt mir. Ja, soll mal so laut schreien? Martin, schrei mal, so laut du kannst. Okay, ich schrei jetzt mal so laut ich kann. Alter, das ist gruselig. Das ist ja richtig gruselig. Also ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt, also es war wirklich nur noch mega, mega dumpf. Ja? Also man hat ihn fast gar nicht mehr gehört und er hat so laut geschrien, wie er konnte. Das ist schon richtig, richtig krass. Und jetzt stellt euch vor, wir würden die Erde bis oben hin zumachen. Da hört dich keiner. Ja. Keine Chance. Ich mache jetzt mal mein Testprogramm, ja, weil es ist... Gut, es ist ein unglaublich beschissenes Gefühl. Okay, dann. Viel Glück. Ich habe echt ein Problem. Ich merke gerade, dass in mir Panik aufsteigt. Ja, mal gucken, ob ich Telefonnetz habe. Aber ich bin gerade, merke richtig, ich krieg gerade echt Panik, ne? Also ich krieg. Oh, fuck. Ja, ich habe absolut volles Netz. Absolut. Also ich könnte hier tatsächlich Hilfe rufen. Ich habe hier tatsächlich LTE-Netz. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier oben. Also voll Empfang. Oh, scheiße, mir geht's gar nicht gut. Krieg echt Panik. Jungs? Jack, wir hören dich. Ich bin schon mal bereit, also ich glaube, das geht nicht mehr lange hier. Sag dann Bescheid, wir sind sofort mit den Schaufeln da. Okay. Also ich merke relativ schnell, also wirklich extrem schnell, wie hier die Luft knapp wird. Ich will euch mal zeigen, wie sich das hier durchbiegt, ne, dass ihr das auch seht, der Rahmen. Normalerweise ist da die Kante oben und die ist relativ runtergekommen. Also tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich so einen Schiss kriege, dass es echt so auf die Psyche geht. Ich komme nicht klar. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie jetzt mein Programm abzuspielen, weil ich wollte ja testen und so weiter. Aber ganz ehrlich, Freunde, das ist absoluter Ausnahmezustand. Ey, ich weiß auch nicht so genau. Ich wollte tatsächlich eigentlich probieren, hier irgendwie mit der Axt gegen zu hauen und das zu lösen und so weiter. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr absolut vergessen. Ich sehe halt, wie sich dieses Ding hier durchbiegt. Habe ich. Oh. Marine, ist alles okay? Oh Gott.
Ja, ich versuche gerade so ein bisschen. Ist schwierig. Okay, ich mach mal jetzt das Licht aus. Boah, oh, fuck, ist das krass. Leute, das ist richtig krass. Das ist richtig abgefuckter Scheiß. Das ist richtig. Das ist richtiger Horror. Ich krieg gerade richtig Panik. Alter. Okay, er atmet. Aber durch sein Gerät. Also im Moment würde es ohne Atemgerät nicht funktionieren. Definitiv nicht negativ. Also die Luft wäre jetzt verbraucht. Krass, ey. Frag ihn mal, wie lange er noch. Ja, check. Ich glaube, ich habe eine Frage an dich. Ja. Leg los. Wenn du da jetzt nicht rauskommst, wie kommen dann die Zombies da raus, wenn die vergraben sind? Ich glaube, das ist einfach Bullshit. Ist ja nur, weiß ich nicht, 10 cm bis zur oberen Wand. Oh, warte, ich muss Luft, dann geht schon wieder. Ich krieg schon wieder keine Luft. Heftig, ey. Also, er hat jetzt gerade mal so, habt ihr ja gehört, 5-6 Sätze gesprochen so, und dann muss er halt Luft aus seiner Flasche ziehen. Weil die Luft da unten halt schon zu knapp ist. Das ist ja richtig krank. Ich weiß nicht, ich hab so. Oh. Oh. Shit. Der muss ja raus. Bitte wiederholen. Martin? Ich, Martin, versuch mal was zu sagen, bitte. Ja. Du, wir würden dich jetzt gerne rausholen. Du klingst ein bisschen benommen. Martin, wir holen dich jetzt raus, ja? Ja, wir holen ihn jetzt. Ja, holt mich raus. Holt mich raus, ja. So, hier willst du hoch da? Hast du? Ja. Komm hoch mit der Scheiße. Okay. Oh. 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 Oh, fuck. Oh. Na krass, wie schnell der Sauerstoff weg war. Ja. Wie schnell man eigentlich wegatmet. Das. Freunde. Krass. Dieser Survival-Selbstversuch ist tatsächlich krasser geworden, als ich es gedacht hatte. Ich hatte ja vorher ein bisschen Schiss. Darf ich euch mal drücken? Es war tatsächlich eine absolute Grenzerfahrung. Was mir ganz wichtig ist, wenn ihr Bock habt auf Lagerbau und so, Buschkraft und so weiter, dann schaut bei Andi und Gerrit vorbei. Die sind unten im Kanal verlinkt. Wenn euch das gefällt, lasst bei mir ein Abo, bei den Jungs ein Abo da. Wie gesagt, man sieht es nicht, aber mir zittert noch alles. Mir geht es tatsächlich nicht so gut. Kann man sich befreien, wenn man lebendig begraben wird? Nein, absolut nicht. Es ist absolut unmöglich, dort rauszukommen. Damit möchte ich mich verabschieden. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Lasst ein Abo da. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Und bei Instagram sind wir auch alle vertreten. Also wer noch ein paar Bilder sehen will, Backstage, kommt da rüber. So, hab ich was vergessen? Nein, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb.
Ganz wichtig, wer ein Loch buddelt, der muss es auch wieder zumachen. Weil es könnte natürlich sein, dass da irgendwelche Tiere reinfallen, sich die Haxen brechen und dann da drin verenden. Wollen wir nicht. Deshalb machen wir das Loch jetzt wieder zu. Ach ja, und wer geile Outdoor-Kleidung sucht, die Firma Gamsbock macht richtig coolen Stuff. Ich habe es in der Beschreibung verlinkt. Wer da Bock drauf hat, guckt sich mal an. Ich glaube, Loch ist wieder zu, oder? Freunde, ja, ja. Dann würde ich sagen, dreh los!